Klaus-Otto Nagurznik, die Reise vom Rätselenthusiasten zum herausragenden Fernsehstar. Klaus-Otto Nagurznik wurde in eine einfache Familie hineingeboren und wuchs in ihr auf, ohne dass es in Bezug auf Fernsehen oder Unterhaltung eine herausragende Tradition gab. Obwohl das familiäre Umfeld schlicht war, bot es dennoch einen fruchtbaren Boden für die Entwicklung seiner besonderen Leidenschaft, das Rätsellösen. Schon von klein auf war Nagurznik von kniffligen Rätseln und intellektuellen Herausforderungen fasziniert. Dies war nicht nur ein persönliches Hobby, sondern wurde nach und nach zu einem wichtigen und unverzichtbaren Bestandteil seines Lebens. Täglich verbrachte er Stunden damit, Bücher und Zeitungen zu lesen, auf der Suche nach neuen und interessanten Rätseln. Bücher über Rätsel und Zeitungsrubriken mit Rätselspalten wurden zu seinen treuen Begleitern. Nagurznik löste diese Rätsel nicht nur schnell, sondern suchte auch ständig nach neuem Wissen, um seine Fähigkeiten zu verbessern. Diese Leidenschaft half ihm, ein scharfes Denkvermögen und eine unbegrenzte Neugier auf die Welt um ihn herum zu entwickeln. Er beschränkte sich nicht nur auf Rätsel in Büchern und Zeitungen, sondern nahm auch aktiv an Rätselwettbewerben in seiner Nachbarschaft teil. Diese kleinen Wettbewerbe boten ihm die Gelegenheit, sein außergewöhnliches Talent zu zeigen und Gleichgesinnte zu treffen. Mit jedem Wettbewerb wurden seine Fähigkeiten weiter geschliffen und verfeinert. Er wurde schnell zu einem bekannten Gesicht, das als jemand mit herausragenden Rätsellösungsfähigkeiten und umfassendem Wissen anerkannt wurde. Vor 10 Jahren führte ihn seine leidenschaftliche Hingabe für das Rätsellösen schließlich zu der berühmten Quizshow Gefragt, Gejagt. Zunächst nahm er an der Show als Jäger mit dem Spitznamen der Bibliothekar teil, ein Name, der an seinen Hauptberuf vor seinem Eintritt in die Welt des Fernsehens erinnert. In den ersten Episoden konnten die Zuschauer seine Intelligenz, sein umfassendes Wissen und seine schnelle Auffassungsgabe deutlich erkennen. Er beantwortete die Fragen nicht nur hervorragend, sondern zeigte auch eine bemerkenswerte Gelassenheit und Selbstsicherheit, was die Zuschauer tief beeindruckte. Diese besonderen Eigenschaften zogen schnell die Aufmerksamkeit sowohl der Zuschauer als auch der Produzenten der Show auf sich. Nagurzniks Auftritt war nicht nur eine erfrischende Ergänzung für die Sendung, sondern auch ein Element, das die Show entscheidend prägte. Die Produzenten erkannten schnell sein großes Potenzial und entschieden sich, das Image des Bibliothekars als Symbol der Show zu fördern. Die Zuschauer gewöhnten sich allmählich an sein Bild, ein Mann mit einfachem Aussehen, aber bemerkenswerter Intelligenz und grenzenloser Leidenschaft für das Rätsellösen. In einem Interview mit den Westfälischen Nachrichten im Jahr 2018 teilte Klaus-Otto Nagurznik offen seine Gedanken über seine Beziehung zur Fernsehbranche. Ich bin überhaupt kein Fernsehschaffender, ich bin zufällig dort gelandet. Diese Aussage zeigt nicht nur Nagurzniks Bescheidenheit, sondern unterstreicht auch die Tatsache, dass er das Fernsehen nicht als sein endgültiges Karriereziel betrachtete. Für ihn war das Fernsehen nur ein neues Spielfeld, ein Ort, an dem er sich ausprobieren und seine Leidenschaft für Rätselspiele ausleben konnte. Ein interessanter Aspekt, den Nagurznik oft erwähnte, war, dass er keinen Fernseher besaß. Dies wurde zu einer humorvollen Geschichte, die in der Sendung Gefragt, Gejagt immer wieder aufgegriffen wurde. Diese Tatsache verlieh seinem Charakter nicht nur eine einzigartige Note, sondern erstaunte und bewunderte auch die Zuschauer. In einer Welt, in der das Fernsehen das Zentrum der Unterhaltungskultur ist, ist es ein bemerkenswerter Widerspruch, dass ein Fernsehstar keinen Fernseher besitzt. Nagurznik war nicht nur ein cleverer Jäger bei Gefragt, Gejagt, sondern zeigte auch, dass er in einigen Bereichen Schwächen hatte, insbesondere bei modernen Fernsehserien und Musik.
Dies wurde von seinem Kollegen Sarbet Goldemann nach Nagorsniks Tod enthüllt. Wenn es um moderne Fernsehserien oder Musik geht, konnte man ihn ausbremsen. Dies zeigt, dass selbst ein Rätselprofi wie Nagorsnik Bereiche hatte, in denen er nicht tiefgreifend informiert war, was ihn in den Augen der Zuschauer nahbarer und sympathischer machte. Klaus Otto Nagorsnik erzielte seinen Erfolg im Fernsehen nicht nur durch seine Leidenschaft für Rätsel, sondern auch durch seine unermüdliche Neugier und Abenteuerlust. Er hatte stets eine offene Haltung gegenüber neuen Erfahrungen, und genau diese Offenheit führte ihn zu unerwarteten Chancen. Im Jahr 2012 entschied sich Nagorsnik, an der Weltmeisterschaft im Rätsellösen in Duisburg teilzunehmen. Er erzählte: "Ich wollte wissen, was ich bei der Weltmeisterschaft 2012 in Duisburg wirklich kann. Ich kam überraschend am Samstagnachmittag dort an und erreichte den zweiten Platz. Dies war eine bemerkenswerte Leistung und markierte einen wichtigen Wendepunkt in seinem Leben." Mit diesem beeindruckenden Ergebnis begann Nagorsnik, die Aufmerksamkeit der Fernsehbranche auf sich zu ziehen. Ein Jahr später, im Jahr 2013, trat er zum ersten Mal in der Fernsehsendung The German Masters auf dem Sender Erste auf. Dies war sein erster Schritt in die Fernsehlandschaft, aber seine Intelligenz und sein umfassendes Wissen ließen ihn von Anfang an hervorstechen. Die Zuschauer waren nicht nur von seiner Rätsellösungsfähigkeit fasziniert, sondern auch von seiner ruhigen Art und seinem Selbstbewusstsein. Diese perfekte Kombination machte ihn zu einem unvergesslichen Gesicht. Im Jahr 2014 begann Klaus Otto Nagorsnik offiziell seine Karriere als Jäger in der Sendung Gefragt gejagt. Dieses Engagement veränderte sein Leben, indem es ihn berühmt machte. Auch die Stadtbibliothek Münster, wo der gelernte Buchhändler bis zu seiner Pensionierung arbeitete, bemerkte dies. Simone Ebert von der Stadtbibliothek Münster sagte dem WDR: "Es gibt tatsächlich Touristen, die nach Münster reisen und Klaus Otto Nagorsnik treffen möchten, um persönlich mit ihm zu sprechen." Nagorsnik wurde auch auf der Straße immer bekannter und wurde oft um Autogramme und Fotos gebeten. An ein solches Treffen erinnerte er sich in einem kurzen Video auf dem offiziellen Instagram-Account von Gefragt, gejagt. Ein Passant auf einem BMX-Rad behauptete, ihn aus der RTL-Serie GZSZ zu kennen. "Ein bisschen anders, aber nur ein bisschen", kommentierte Nagorsnik lächelnd seine Geschichte. Tatsächlich hat der Bibliothekar auch den Schritt in die Schauspielerei gewagt. Im Dezember 2023 trat er als Gaststar in der ARD-Serie Großstadtrevier auf. Er ging dieser Herausforderung ähnlich an wie seine erste Einladung zu einem Quizwettbewerb im Fernsehen. "Man weiß es nicht, aber man ist neugierig. Schauen wir mal rein", sagte er in einem Video, das während der Dreharbeiten aufgenommen und auf der offiziellen Facebook-Seite der ARD-Serie veröffentlicht wurde. In Folge 495, Marshmallow Girl, spielte Nagorsnik eine Szene als Amateurfotograf. Am 22. April 2024, während er die neueste Folge von Gefragt, gejagt drehte, verstarb Klaus Otto Nagorsnik überraschend im Alter von 68 Jahren. Sein Tod hinterließ eine große Trauer bei Familie, Freunden und Fans. Zu seinem Gedenken sendete das Erste eine besondere Prominentenausgabe von Gefragt, gejagt, um ihn zu ehren. Die Jäger traten an, um den Publikumsliebling zu würdigen. In dieser Sendung verabschiedet sich das gesamte Team von Gefragt, gejagt, von einem geschätzten Kollegen, der für immer ein Teil der Gefragt, gejagt Familie sein wird, teilte der Sender mit.